Heute zeigen wir euch die Duoline-Produktfamilie von der Firma Fischer. Das heißt, alles rund um den Dübel. Und ihr werdet überrascht sein, wie viel Hightech in so einem vermeintlich einfachen Kunststoffdübel steckt. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leier kann mehr. Wie gesagt, heute die Firma Fischer hier präsentiert die Duoline. Duo gleich vorne raus. Alle Dübel bestehen aus zwei Komponenten. Einmal ein Weichkunststoff und einmal ein Hartkunststoff. Sieht man gekennzeichnet rot und grau. Ja, fangen wir mit dem Duo Power an. Ingo. Ja, als erstes zeigen wir euch den Duo Power. Der funktioniert als Universaldübel sozusagen. Wird in verschiedenen Materialien verwendet. Vollmaterial einsetzbar. Im Hohlraum genauso wie bei Plattenwerkstoffen. Er ist ein richtiges Multitalent, wie gesagt, Knoten spreizen und auch kreuzen. Also da ist alles möglich bei dem. Genau, viele sagen auch intelligenter Dübel, da der selber entscheidet, wie er aufgeht. Wie gesagt, kreuzen, spreizen, Knoten macht er von selber. Jawohl. Der Duotech ist ein klassischer Kippdübel. Kennt man oft aus Metall, gibt es die ja oft nachher. Hier alles Kunststoff, auch zweikomponentig. Einmal den Duotech 10, einmal den Duotech 12. 10 für 10er Loch, 12 für 12er Loch. Ja, wie funktioniert der? Genau, den seht ihr übrigens im Anschluss noch in der Praxis, wie der genau arbeitet, aber wir können es hier auch mal kurz vormachen. Im Prinzip wird das Loch gebohrt, Dübel wird hier umgeklappt, eingeführt, er schnappt auf, ich ziehe zurück, er verspannt sich mit der Rückseite von meiner Platte oder meinem Material. Hinten ist er im Hohlen, ich schiebe im Prinzip die Spannhülse hier vorne dagegen, es findet schon ein leichter Anzug statt. Schraube wird von vorne eingeführt, wie du schon erwähnt hast. Metrische Schraube möglich oder auch mit normalem Gewinde, mit normalem Holzgewinde. Allerdings nur bei dem 12er. Beim Duotech 12 ist nur metrisch möglich. M6, okay. Genau. Okay. Jawohl. Schraube wird eingedreht. Hier hinten seht ihr noch die Metallnasen, die sich dann entsprechend mit der Schraube mit dem Gewindegang verkeilen. Dann wird vorne das Plastik, die Haltenase im Prinzip abgebrochen. Besonderheit ist ja auch noch bei dem Dübel, dass der auch im Vollmaterial eingesetzt werden könnte. Das heißt ganz einfach, wenn man sich das vorstellt, ich klappe den um, schiebe den dann ins Vollmaterial ein, kann dann stirnseitig genauso die Schraube eindrehen, der verspreizt sich dann auch entsprechend und bietet mir gute Haltekraft. Genau, gerade wenn man zufällig mal in den Ständer reinbohrt oder so, Holzständer, hätten wir ja ein Vollmaterial, brauchen wir nicht extra einen neuen Dübel benutzen, können wir auch den benutzen. Ja. Ja, dann machen wir weiter mit dem Duo Blade. Ist ein Regips-Dübel. Ihr seht es hier am groben Gewinde. Der Dübel wird mit einem Kreuz Antrieb in die Platte reingebohrt. Hier vorne befindet sich ein Metallschwert, was sich in die Platte reinbohrt. Wenn der Dübel bündig ist mit der Platte und wir die Schraube nachher hier reindrehen, fällt das Schwert automatisch vorne raus, da die Schraube ja den Dübel spreizt und somit sich nochmal fest verankert in der Platte. Vorteil gegenüber anderen Modellen ist ja, ich habe schon gesehen, das gibt es ja auch zweiteilig. Hier ist es ja in einem Teil mit das war der Vorläufer. Genau, das war der Vorläufer. Der hatte noch ein extra Schwert immer mit dabei. Hat man halt immer zwei Gegenstände, sage ich mal. Und hier ist jetzt quasi 2 in 1. Ja, schnelle Montage. Jawohl. Dann haben wir noch hier den Duo Seal. Wie der Name schon sagt, Seal wird im Nassbereich eingesetzt. Das heißt ganz einfach, der dichtet die Bohrlöcher im Prinzip ab, somit kann keine Feuchtigkeit eindringen, Schimmelbildung oder ähnliches wird hier somit vorgebeugt. Genau.
Abdichten tut der Dübel durch diesen Flansch hier außen drauf. Ziemlich weiter, großer Teller. Ja, somit gewährleistet der Dübel eben die Dichtigkeit. Mitgeliefert immer Edelstahlschrauben, sind auch immer mit dabei. Ja, somit im Prinzip prädestiniert im Nassbereich, also Bad etc. Ja, Dübel sowohl im Vollbaustoff oder auch Hohlbaustoff geeignet, genauso wie der Duo Power nachher. Ja, dann würde ich sagen, wir zeigen euch mal ein bisschen was hier an dem Modell. Hier haben wir ein schickes Modell. Und ja, bohren wir mal ein paar Löcher und schrauben ein paar Schrauben rein. Sehen wir mal, wie die Dübel auch arbeiten. Richtig. Und sich verkeilen, verknoten oder spreizen. Genau. Ja, hier habt ihr jetzt gesehen, die Duo Power Lang Version. Einmal hier in der Hohlkammer verknotet und hier hinten im Freien sozusagen gespreizt. Jetzt zeigen wir euch noch den Duo Power, die Kurzversion. Hier jetzt die 10er Version. Bohren wir erstmal das Loch. Stecken den Dübel. Und schrauben die Schraube. Ja, ihr seht, der Dübel hat jetzt hier einmal einen Knoten gemacht. Was auch interessant ist, wenn ich die Schraube wieder rausdrehe, behält der Dübel die Form. Somit habe ich ein Gewinde vorgeschnitten und kann die Schraube jederzeit wieder reindrehen und das Loch benutzen. So, nun seht ihr den Duo Blade, selbstbohrend mit dem Metallschwert, ohne Vorbohren mit der Kreuzschlitzaufnahme. Zieht ruckzuck. Anschließend Schraube eindrehen. Nun zeigen wir den Duotec 12. Hier nochmal im Detail. Dübel wird geklappt, entsprechend eingesteckt. Dann wieder mit der Kunststofflasche herangezogen. Die Spannmuffe eingesetzt und verzurrt sozusagen. Entsprechend abgeknickt und dann können wir schon die Schraube eindrehen. Und ihr seht, wie die Metallnasen und das Gewinde der Schraube sich ineinander verkeilen. Des Weiteren kann bei dem Duotec 12, aber nur bei dem Duotec 12, nicht bei dem Duotec 10, auch eine metrische Schraube eingesetzt werden, dank des vorgegebenen Gewindestücks oder des Gewindeeinsatz. Okay, das war wohl verkackt. Scheiße, ich will nichts laufen. Das war falsch. Zu guter Letzt zeigen wir euch den Duo Seal, der abdichtende Dübel für den Nassbereich.
Hier seht ihr den Duo-Seal mit symbolisierter Fliese, den Dichtrand, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu verhindern. Hier sieht man nochmal schön die Dichtlippe oder den Dichtrand, der hier sauber mit der Schraube abschließt, um Feuchtigkeit und Nässe zu verhindern. Ja, Patrick, ich würde sagen, Fischer bietet hier mit der Duoline-Serie für fast alle Materialien eine gute Lösung. Auch egal, welchen Schraubfall wir haben oder was wir befestigen wollen, kann man hier eigentlich weitestgehend alles abdecken, auch Problemfälle wie Hohlwände oder Hohlkammern kann man gut überbrücken. Ich würde auch sagen, wenn wir die Duoline zu Hause hätten, haben wir für jeden Fall den richtigen Dübel. Nun zeigen wir euch in der Praxis, wie der Duotec 12 in Verbindung mit dem Regalbrett aufhängen und der Rigipswand funktioniert. Ja, wie ihr in der Praxis gesehen habt, funktionieren die Duotec-Dübel von Fischer schnell, problemlos und einfach. Auch die ganzen Produkte der Duoline sind einfach zu verarbeiten. Ein sicherer Halt wird gewährleistet. Ja, dann sind wir auch schon beim Schluss, Ingo. Falls euch unser Video gefallen hat, kommentiert's und lasst ein Like da. Ja, wenn ihr andere interessante Produkte habt, die ihr bei uns vorgestellt haben wollt, schreibt's einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Oh.